Nice. In der vergangenen Folge haben wir jetzt den Abort soweit fertig gekriegt. Das heißt, dass wir uns jetzt erstmal um andere Dinge kümmern könnten. Theoretisch, theopraktisch. Das heißt, ich bräuchte jetzt vielleicht erstmal was zu essen. Wir haben nämlich nur noch die beiden Hähnchen. Nur noch die beiden Hähnchen. Wir müssen uns mal wieder was kaufen hier, denke ich mal. Wir wollen wieder ein bisschen einkaufen gehen. In der Festung. Aha. Genau, genau so sieht's aus. Ja. Flap, flap, ach ja. Einmal richtig wieder runter in den Keller gehen. Manchmal denke ich, dass ich hier überall noch irgendwas drin habe. Manchmal. Nimm mal her, das Ding. Okay, ja, vier brauchen wir jetzt nicht, ne, von daher. Jo, dann brauchen wir jetzt hier noch in die richtigen Hände. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Und natürlich hängt da wieder jemand an ihrem. Sogar zwei, glaube ich. Dann habt ihr einen Schaden oder was? Dankeschön. Ja, beide bitte. Du auch. So, ich möchte einmal haben. Dich. Dankeschön. Ja gut, wenigstens ein paar. Das Ding kann wieder raus. Und was wollte ich jetzt machen? Mit ein paar Hähnchen kaufen. Moment. Verkauft er doch auch. Guck mal wieder her. Guck mal wieder ran hier. Schönes, leckeres, geiles Hähnchen. Kann ich mir die Acke auch wieder wegnehmen? Dankeschön. Eigentlich habe ich jetzt viel zu viel zu futtern in der Deutsch, aber was soll's? Wenn ich wieder ordentlich Schaden nehme, ja genau. Es dauert jetzt wieder so lange. Mau, genau. Naja. Gut, halt. Die sind jetzt schon hier. Ach, wobei. Kann ich auch drüben brutzeln. Machen wir schon. Aber passt schon. Ja, ich hatte jetzt gerade überlegt, wie wir das jetzt machen mit der, mit dem Klamottenzimmer. Ich habe gerade vergessen, wie das Ding heißt. Ankleidezimmer, genau, so heißt das Ding. Dafür brauchen wir jetzt natürlich ein paar Steinstufen. Und meines Wissens nach hat man dafür die polierten Steinstufen, beziehungsweise die glatten Steinstufen gebraucht. Genau. Upsala, das war ja nicht so wenig. Machen wir da mal 8 Stück rein. Hier mal 8 Stück rein. Warten wir. Und wir warten. Wir warten. Material kann erstmal hoch. Dann haben wir. Habe ich zwar noch irgendwo Eisen? Ich habe oben noch Eisen liegen. Dass ich theoretisch noch umarbeiten kann. Das ist gut. Hier hätten wir sonst keins drin. Das ist nicht gut. Hätten aber ein paar Dinge, die wir da aufhängen könnten, schon mal. Naja, später. Das reicht dir jetzt auch erstmal. Danke. Weil das sind jetzt hier 16 Rüstungssteine, die ich jetzt gerade in der Tasche habe. Ich glaube, das ist wirklich mehr als genug. Durch die Tür vergessen. Ja, ich weiß. Ja, du besser? Ich hoffe doch. Jetzt wieder hoch, wieder richtig schöne geile Drehwurm. Geile Drehwürmer aus deiner Umgebung. Okay. Einmal bitte Stufe. Geh mit meiner Laterne und meine Laterne fehlt hier. Temporär, ne? Versteht sich.
Ich bin nämlich jetzt gerade erstmal am Überlegen, wie wir das Ding hier einrichten können. Jetzt habe ich wieder diese Scheiß. Oh Mann, wir waren eben gerade im Dorf. Dorf, sag ich schon. In der Festung. Was haben wir vergessen? Richtig, Ziegel für Blumentöpfe. Ich. Nee. Nein, einfach nein. Scheiße. Oh Gott, irgendwann. Ja, irgendwann. Was auch immer irgendwann ist. Irgendwas, genau. Könnte sich eventuell eigentlich kaum was hier wirklich hinpflanzen, weil wir nicht viel Platz haben. Ja, das ist richtig. Ich will trotzdem irgendwie so eine Art Schrank reinstellen nochmal. Noch ein weiteres Fass. Das fände ich krass, das Fass. Wird doch bestimmt noch, ja. Da unten. Also nochmal ein Beryl. Wobei, vielleicht machen wir das auch in Truhenform. Wäre auch nicht schlecht. Wir da einfach nochmal eine Kiste drauf. Da ein Rüstungsständer. Dann. Dann. Da eine Falltür. Die geht nach unten auf. Okay. Dass ich dann da was drauflegen kann, das ist super. Ja, schön. Ja, Doppeltür. Haben wir ja noch hier. Dann haben wir jetzt noch ein kleines Schränkchen hier in der Ecke. Wie gesagt, da kommt ja noch eine kleine Rüstungsständer noch rein und dann haben wir es. Rüstungsständer, bitte. Ich brauche Stöcke, danke. Wo war der meines Wissens nach? Wäre gut. Ein bisschen schräg hin. Schnucklig. Bein. Genauso soll das sein. Dann können wir da oben drauf hätten auch noch ein bisschen Laub oder sowas draufschmeißen dann, wenn wir dann soweit sind. Aber das jetzt noch nicht. Dann haben wir schon mal einen Schrank da. Das ist. Können wir da vielleicht noch einen Rüstungsständer drauf? Und hier. Da. Boah, so kann man es halt auch machen, ne? Passt schon. Einmal bitte drei Rüstungsständer. 1, 2, 3. Reicht doch wieder nicht, oder? Doch, gerade so. Dürfen jetzt aber schön gerade stehen. So. Okay. Fehlt da natürlich theoretisch die Rüstung noch drauf. Das ist richtig. Habe eine Idee. Die ist sehr schee. Oh, da. Einen hin. Was runterhängen. Ja, einmal überall drauf. Kommt da auch. Nach rechts und links jeweils was runterhängen und dann. Kann ich da oben auch noch was drauf pflanzen, das Eis? Blumentopf. Da oben vielleicht noch ein bisschen Laub oder sowas. Eine Truhe wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ja, haben wir da drinnen eine. Ist okay. Vielleicht setzen wir dazwischen auch mal zwei Truhen. Jeweils eine Truhe. Komm, lass mal raus. Ich will wieder zwei Truhen haben, bitte. Weil die Fässer reichen mir nicht. Ich will da Truhen haben. Sieht ein bisschen edler aus. Entschuldigung. Blub. In dem Fall dann. Okay. Einmal deine und einmal. Komm. Lass mich doch mal durch hier. Deine.
Ja, das passt schon soweit. Hier hätte ich ganz gerne mal ein Regalbrett. Ungefähr auf der Höhe. Kann mich noch wieder was drunter wachsen lassen. Das ist in Ordnung. Eine Laterne. Könnte man dann einfach notfalls auch da ranhängen. Ich weiß nicht. Was sagt denn erstmal das Laub dazu? Und die Teile hier. Wir müssen nämlich gleich nochmal Blumenpötte holen, habe ich ja schon gesagt. Zack. Und da auch noch ein bisschen Laub runtergehängt. Glaube, ich werde hier auch nochmal da einen Laubblock hinsetzen, genauso wie da. Ja, ich glaube, das passt schon. Und dann würde ich da auch noch ganz gerne einen draufsetzen. Genau. Und da nochmal. Und hier. Einfach weil wir es mögen, wenn wir übertreiben können mit Laub. Wunderherrlich. Das ist auch nichts Blühendes dabei, das ist aber okay. Hier wollte ich ursprünglich eine große Pflanze hinstellen. Jetzt stelle ich da ein Fass hin. Mit einer kleinen Pflanze drauf. Ja, das will ich auch sagen. Was kleine Pflanze. Was kleine Pflanze? Das heißt, wir brauchen zwei Blumentöpfe und Farn. Und eine Laterne. Hokus Pokus Laterne. Das ist hier noch eine drinnen. Aber ich habe noch das Eisen hier. Gut. Okay. Oh, ich muss schlafen. Ich muss gar nicht dringend schlafen. Warum sagt mir das keiner? Upsala. Einmal schnell rein hier in die Haier. Eieieiei. Schlimm. So. Laterne an die Stelle. Eigentlich zu hoch. Eigentlich ist die wirklich zu hoch. Ich brauche wirklich, wirklich das Eisen von oben. Okay. Dann gehen wir mal Eisen holen. Ohne Kette. Da haben wir Eisen. Natürlich habe ich keinen Ofen hier zum Brennen. Das heißt, ich muss es wieder nach unten rennen. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch gleich in die Festung ge gehen, wo wir eigentlich auch noch Eisen hätten. Nee, wobei, nee, kein durchgeschmolzenes. Nee, aber da können wir trotzdem nochmal Dings holen hier. Die Ziegel, die wir sowieso brauchen. Jupp. Wieder runter. Oh Gott. Ja, manchmal kann es auch ein bisschen wehtun, wenn man da runterfällt. Manchmal interessieren mich die Skelette auch nicht. By the way, ich habe ihn noch gar nicht erst gesehen. Oh, aber was soll's. Scheiß auf Skelette. Genau. Ich weiß, wo ich hin will. Lass mich doch nicht abbringen davon, von meinem Vorhaben. Bis ich da sterbe. Genau. Okay. Was wollte ich jetzt? Blumentöpfe. Und. Genau, das Eisen wollte ich noch durchbrutzeln, aber was. Fünf, sechs, sieben, acht. Welche ist das? Das ist die glückliche, das ist wunderbar. Wie viele haben wir da? 23, irgendwie doof. Muss ja kein ganzes Deck sein oder sonst was. Einfach irgendwas, was halbwegs brauchbar, teilbar ist. 35. Ja, leck mich doch. Mann. Dabei ist es eigentlich noch schlimmer. Dann nehmen wir die nächsten 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oder 4. 1, 2, 3, 4. Eine Mietje, Katje. Und keiner weiß, wo sie ist. Mal wieder. Mal wieder. Egal. Rein da.
Rein da. Wieder rein. 12, 12, ja genau. Und da auch noch welche rein. Okay, dann können der Blödsinn erstmal hier unten bleiben. Dann lassen wir das Zeug mal ein bisschen durchbraten, während ich jetzt mal gucke, dass wir welches Zeug rankriegen. Oh, Platz hier. Digga. Wie geh ich hin? Wo wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ziegel, genau. Na, wo haben wir denn den richtigen? Du hast? Du hast auf jeden Fall ein paar, das ist gut. Ich bin gleich wieder da, Moment. Wie viele? Ach ja, klar. Ja, machen wir noch einen. Passt schon. Okay. Nur passt gerade was anderes nicht, dass wir irgendwie keinen Platz mehr in der Tasche haben. Oh Mann, warum bin ich mehr so vollgeschissen? Das gibt es doch nicht. Jedes Mal dasselbe Kram. Aber hey, wenigstens ist jetzt die Hacke bald wieder repariert. Gut, da stellt man sich jetzt natürlich auch die Frage, wozu brauchen wir die Hacke überhaupt aktuell? Eigentlich gar nicht. Ja, das ist richtig. Egal. Egal. Wunderbar, dann haben wir das Ankleidungsmatch eigentlich gleich. Nein, ich habe das Eisen vergessen. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen vergesslich. Ich werde auch jetzt nach dieser Aufnahme erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, was essen und dann wird weiter aufgenommen. Eieiei. Mann, ich könnte morgen theoretisch auch noch aufnehmen, aber nicht viel, weil ich da morgen nämlich auch noch wieder einen Termin habe. Weil der zeitlich auch überhaupt gar nicht passt. Morgen Vormittag bin ich nicht da. Hab halt zu tun, ne? Ein Garfield! So. Halt. Ich habe keinen Platz. Ja. Okay, habe ich irgendwo Nahrungsmittel? Ja, wobei ich kann auch die, das Fleisch erstmal hier mit rein tun. Zack. Ja, dann gib mal mein Eisel. Aha, und super. Nice. Das heißt, wenn wir mal wieder fressen brauchen, ich gucke sowieso mal hier drinnen wegen den Süßbären. Meistens zumindest, weil ich da auch drin liegen habe. Oh, überall wieder Katzen! Genau. Dann werden wir da wieder was finden. So haben wir jetzt alles. Ich frage für einen Freund. Erfahrungsgemäß habe ich nämlich wieder irgendwas vergessen, aber das wird sich dann wohl zeigen, wenn es zu spät ist. Nee. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Bock vor allem. Nee, wäre bald schon schön, wenn ich ankleidet, wenn ich endlich mal fertig werden würde. Klar, wir haben jetzt mal keine Rüstung da drin und ich meine, ich hätte jetzt natürlich auch ein bisschen was mitnehmen können. Ich habe aber nicht so viel Platz in der Tasche. Jetzt mal das Maulti mitgenommen. Ja, hätte ich das mal gemacht. Ich hab's aber nicht gemacht. Okay, Tür wieder zu. Und ich drehe mich. Ich find's echt lustig, wie lange man teilweise brauchen kann, um irgendwelche Stockwerke einzurichten. Das ist echt krass. Naja, wenn man es halt ordentlich und vernünftig machen will und keine Ahnung was, dann dauert es halt wirklich manchmal ein bisschen. Einmal rein das Ding. Hier auch. Und die auch. Wobei, einen kann ich davon hier unten behalten. Ich wollte ja zwei Blumentöpfe basteln. Dankeschön. Und der kam da rein. Bekamen wir. Wir brauchen jetzt theoretisch noch die Stiele. Die habe ich oben liegen. Beziehungsweise ein Stiel. Und ein Farn. Davon habe ich. Nee, ich habe davon wirklich nichts hier. Ein Stiel, ein Fahr und dann noch eine Kette für die Laterne. Okay, lass mich mal hoch hier.
Ein Fähnchen. Ein Stielchen. Eine Kette habe ich nicht hier. Dann aber das Zeug mitnehmen. Okay, einmal abwärts bitte. Dankeschön. Irgendwann werde ich die Kiste mal runter, einmal runter, na, einmal runterziehen. Irgendwann wird das schon passieren. Echt. So, das war jetzt die falsche Hacke. Genau, das war die glückliche. Auch die da. Oder ich nehme einfach eine Schere. Ja, das könnte ich auch machen. Du bist zu viel, das Gute. Okay. Eine Kette wollte ich noch haben, genau. Die schöne Chain. Danke. Ja, das passt von der Höhe jetzt besser. Das ist so viel, viel, viel gutere. Gut, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Stuff hier oben. Ne, haben wir unten gelassen. Okay, meinetwegen. Ja, aber an sich sieht das Ding auch ganz gut aus, oder? Denke? Ja, ich denke schon.